Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder hier bist am Sonntag. Heute sprechen wir mal über das Thema Dominanz, warum es so wichtig ist im Flirt, im Frauenansprechen und wie du es integrieren kannst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Also, Thema Dominanz. Warum ist es wichtig? Kleine Geschichte. Ich war jetzt am Wochenende in München auf einem Coaching mit einem neuen Teilnehmer und da hat sich folgende Situation ergeben und an dieser Situation werde ich dir die Wichtigkeit und auch das Konstrukt von Dominanz einmal erklären. Es war also so, dass wir unterwegs waren in der Innenstadt und mein Teilnehmer dann eine Mutter-Tochter-Kombination angesprochen hat. Immer eine gute Kombination, weil die Mutter entweder der Tochter hilft oder dir. Entweder hilft sie der Tochter zu entkommen oder sie hilft dir und lässt euch alleine. Deswegen, Mutter-Tochter, abseits vom Thema, aber eine super Kombination zum Ansprechen. Also er spricht sie also an und die beiden waren gerade auf der Suche nach einem Kaffee oder irgendwas zu essen, irgendwie so in der Art. Und dann haben sie meinen Teilnehmer eben gefragt, also hat sie angesprochen, hey, ihre Tochter gefällt mir. Und dann haben sie meinen Teilnehmer gefragt, ob er denn was empfehlen kann, weil er ja aus München kommt. Und dann hat mein Teilnehmer ihnen ein kleines Restaurant empfohlen, wo wir vorher gesessen hatten zur Vorbesprechung. Und dann sind sie so reingerutscht in dieses, ja, wo kann man hier gut essen und was sollte man hier noch machen Thema. Sie standen auch vor so einer großen Tafel, wo so draufsteht, wo man in der Stadt ist und wo man hin kann. Und dann haben die beiden sich bedankt, haben sich verabschiedet und das Gespräch ist an der Stelle geendet. Und das ist ein tolles Beispiel für fehlende Dominanz jetzt in diesem Fall, die dazu führt, dass ein Gespräch oder ein theoretischer Flirt nicht in die Richtung geht, in die du sie eigentlich haben willst. Und das ist ganz, ganz spannendes, ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir wollen uns erstmal angucken, warum fehlt den meisten Männern diese Dominanz? Also warum fehlt den meisten Männern diese Dominanz? Das ist was Anerzogenes, das ist was Soziales. Wir lernen schon von klein auf, dass wir höflich sein sollen. Wir lernen, dass wir Fragen beantworten sollen. Und das ist auch nicht falsch. Nur in diesem Flirt-Kontext kann es uns ein Bein stellen, kann es ein Stein im Weg sein. Du wirst dazu erzogen, hey, beantworte Fragen, wenn man dich fragt. Und das darfst du auch gerne, das ist auch richtig. Aber hier, und das siehst du ja an dem Beispiel, das ich dir gerade gebracht habe, hat eben dieses Beantworten der Frage dazu geführt, dass mein Teilnehmer in den Frame der Frau reingegangen ist. Kurze Erklärung, Frame für die Leute, die es jetzt nicht kennen. Frame bedeutet übersetzt Rahmen. Ich übersetze das aber immer gerne oder beschreibe das gerne mit Zielsetzung. Jeder hat so seine Zielsetzung. Die Frau und die Mutter hatten den Frame, die Zielsetzung. Hey, wir möchten was zu essen finden. Das ist gerade unsere Mission, könntest du auch sagen. Und mein Teilnehmer hatte den Frame, Zielsetzung, Mission. Okay, die Frau möchte ich kennenlernen, die gefällt mir. Und was hat eben passiert, wenn du einfach nicht dominant bist, weil du es halt auch nie gelernt hast, das ist halt so, wurden wir nicht erzogen, aber du brauchst es halt hier. Und was halt passiert, wenn du nicht dominant bist, ist genau das. Da ist dieser Frame der Frau, nämlich, oh mein Gott, wo kann ich hier was zu essen finden? Da ist dein Frame, oh, ich will dich kennenlernen. Und wenn du nicht dominant bist mit deinem Frame, wenn du deinen Frame nicht auf irgendeine Art und Weise auch in das Gespräch bringst und in dem Gespräch auch verankerst, dann kann es halt sein, dass du in ihren Frame reinfällst und dann passiert eben sowas wie das, was ich dir gerade geschildert habe. Andere Situation, die sehr oft mit Coaching-Teilnehmern passiert, gerade wenn die am Anfang stehen, ist, dass wir unterwegs sind und die Frau in einem Laden angesprochen wird. Und dann schicke ich meistens den Coaching-Teilnehmer erstmal rein und sage ihm, wir sprechen dann danach über die Situation, weil ich ihn nicht vorher mit ganz viel Theorie vollladen will. Dann geht er also rein und was dann ganz oft passiert, und das ist genau das gleiche Schema, ist, dass er hingeht und sagt, hey, guck mal, die Kette steht dir viel besser als die, was ja erstmal kein schlechter Einstieg ist, ein situativer, spontaner Einstieg ist erstmal cool. Und was dann aber passiert ist, dass er sagt, ja, ich kann dir ja beim Shoppen helfen, ich kann ja dein Shopping-Berater sein. Und ich nenne das aber den Shopping-Berater-Frame. Und hier siehst du es auch wieder. Die Frau ist unterwegs und will shoppen, sie will einkaufen. Das ist ihr Ziel, das ist ihr Frame. Dein Frame ist hier erneut, ich will sie kennenlernen, sie gefällt mir. Und ganz viele Anfänger eben, weil sie das nicht können, weil sie es nicht wissen, weil sie es anders erzogen wurden, weil sie es nie gemacht haben, haben so wenig Dominanz in ihrem Verhalten, dass sie automatisch in diesen Frame der Frau reinfallen. Und das ist natürlich in so einer Situation nochmal viel einfacher, weil jetzt das Flirten auf der Straße nicht die sozial anerkannteste Situation aller Zeiten ist. Das ist aber nicht nur ein Problem, weil du dann in ihren Frame reinfällst und dann eben nicht das im Flirt passiert, was passieren sollte, sondern das ist auch ein Problem, das sich dann durch den gesamten Flirt durchzieht. Und außerdem, wenn du Frauen im Alltag kennenlernen willst, wenn du Frauen auf der Straße ansprechen willst, dann musst du diese Dominanz auf Dauer lernen. Weil was du verstehen musst ist, Frauen auf der Straße ansprechen, Frauen im Alltag ansprechen, kennenlernen, das ist eine nicht definierte soziale Situation. Das ist keine normale soziale Situation und du kennst keine sozialen Regeln dafür. Wenn ich dich jetzt frage, was sind die sozialen Regeln, wirst du sie mir nicht nennen können, weil du nie was darüber gelernt hast. Die Regeln kennt halt niemand, weil es keine normale soziale Situation ist.
Anders, wenn zum Beispiel du jemanden auf einer Party kennenlernst, dafür gibt es schon soziale Regeln. Man stellt sich vor, bla bla bla. Und jeder weiß ungefähr, in was für einem Kontext sind wir hier und was wird hier von mir erwartet, was muss ich tun, was soll ich hier überlassen. Das weiß man auf der Straße nicht, das weiß die Frau nicht, das weißt du als Anfänger nicht. Und dann ist das Problem, einer von beiden muss in so einer, ich nenne es mal, unsicheren Situation, einer von beiden muss die Führung, muss die Dominanz übernehmen können, muss die Situation leiten können. Leitung, Dominanz, die beiden Dinge hängen hier zusammen. Wenn du das nicht bist, ist es auch nicht die Frau, außer sie ist ja wirklich sehr versiert, sie kennt das schon, sie ist da sehr selbstbewusst und du gefällst dir auf Anhieb, dann kann es auch sein, dass die Frau die Leitung übernimmt und dann ist es auch nicht schlecht. Aber das passiert in 95% der Fälle eigentlich nicht. Was aber passiert ist, du übernimmst keine Führung, bist keine Dominanz im Gespräch. Sie macht das normalerweise auch nicht, weil sie es nicht kann, weil für sie die Situation natürlich auch neu ist. Und das Einfachste, was man machen kann in so einer unsicheren Situation, die nicht geführt werden kann von beiden Parteien, die Situation löst sich auf. Bedeutet, sie geht weiter. Und das ist das, was vielen Anfängern passiert und warum viele Anfänger ja am Anfang sehr viel schlechte Gespräche auch haben oder Gespräche ohne gute Ergebnisse, obwohl es natürlich schon eine Entwicklung ist, die sie da durchgehen, auch wenn erstmal keine Ergebnisse oder nicht die krassen Ergebnisse kommen, die sich da ein Teilnehmer vielleicht vorgestellt hat oder du als Anfänger. Und deswegen ist Dominanz ein wichtiges Thema, denn wenn du das entwickelt hast, dann kannst du einfach ganz entspannt dieses Gespräch leiten. Ich gebe immer gerne das Beispiel, stell dir vor, du bist ein Polizist, der zu der Frau hingeht und ihren Personalausweis sehen will. Das ist ja so, der Polizist geht hin und mit einer absoluten Selbstverständlichkeit, weil es eben sozial so definiert ist, geht er zu der Frau hin und sagt, er möchte den Personalausweis sehen und sie wird sie ihm auch zeigen, weil die soziale Regel hier ist, er ist Polizist, er ist von der Staatsgewalt, ich muss ihm meine Ausweisdokumente zeigen. Das ist einfach eine dominant festgelegte sozialer Ablauf, was nicht bedeutet, dass manche Leute das nicht trotzdem nicht machen, aber das machen 90% der Leute und vor allem Frauen. Bei Frauen ist es vielmehr so, dass sie Führung folgen und Männer sind tendenziell eher so, dass sie dann nochmal dagegen gehen, dass sie so ein bisschen Widerstand leisten. Aber du flirtest ja nicht mit Männern, sondern mit Frauen, deswegen macht es das nochmal wichtiger. Und was du jetzt tun kannst und solltest in deinem eigenen Flirt, um das halt für dich einzubauen, ist jetzt, wo ich es dir erzählt habe, mal darauf zu achten. Vielleicht bist du ja schon draußen unterwegs, vielleicht sprichst du ja schon Frauen an, wenn nicht, komm gerne zu mir ins Coaching, dann bringe ich dir alles bei, was du dafür wissen musst und wir machen das gemeinsam. Wenn du aber schon dabei bist oder halt anfangen möchtest, dann achte mal drauf, vielleicht in der kommenden Woche, wenn du unterwegs bist, achte mal drauf, inwiefern du in deinem Frame bleibst und auch deinen Frame etablierst im Gespräch oder den Frame der Frau, reinrutscht oder automatisch weiter etablierst. Achte mal drauf und ändere das mal. Was meine ich mit ändere das mal? Gehen wir zurück zum Beispiel, das ich am Anfang gebracht habe. Was hätte mein Teilnehmer also jetzt anders machen können? Was habe ich ihm dann als Feedback gegeben? Natürlich hat er gesagt, ich will schon die Frage beantworten und er darf ja auch die Frage beantworten. Also fragen Sie ihn, hey, kennst du ein gutes Restaurant? Und was der Teilnehmer dann optimalerweise macht, was du denn optimalerweise machst, ist natürlich eine Antwort geben. Also ja, klar, ich kenne ein cooles Restaurant, da hinten, das kann ich nur empfehlen. Aber dann, und das ist ganz wichtig, du beantwortest diese Frage, aber du führst dann wieder das nächste Gesprächsthema ein, du nimmst dann wieder das Gespräch in die Hand im Sinne von, ja cool, das da hinten, das kann ich empfehlen. Wo kommt ihr eigentlich her? Also wo kommt ihr genau her? Die haben dir vielleicht schon gesagt, wo sie herkommen oder cool, wie lange seid ihr denn hier? So, und du machst einfach dein Ding weiter oder cool, du gefällst mir auf jeden Fall, erzähl mal was über dich oder was auch immer du sagst, ist jetzt für das Beispiel irrelevant. Es geht einfach darum, dass du natürlich A, die Frage beantwortest, aber dann einfach wieder zurück auf deinen Frame gehst. Und das machst du halt immer wieder. Und wenn du das oft genug machst, und ich rede nicht von über Jahre, sondern ein paar Mal machst, dann hat sich das etabliert. Denn in neuen Situationen, in neuen sozialen Situationen wird sich relativ schnell eine Struktur etablieren. Die Struktur brauchen wir, um uns wohlzufühlen in der Situation. Das heißt, es wird sich schnell eine Struktur etablieren. Und wenn du das immer wiederholst, dann wird sich diese Struktur etablieren, dass du das Gespräch führst. Und dann wirst du bemerken, die Gespräche werden länger, besser und führen öfter zu dem Ziel, das du dir vorstellst. Oder ich sag mal, gehen in deine Richtung. Deswegen ist dominant im Gespräch zu sein, Dominanz in diesem Thema unglaublich wichtig. Es ist natürlich auch wichtig in den anderen Bereichen, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Hausparty bist, dann brauchst du das nicht ganz so sehr, weil da hast du halt eben diesen festen Rahmen der sozialen Situation, hast du eben nicht auf der Straße. Deswegen ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir hier heute mal gesprochen haben. Das ist das Ende des Videos. Freut mich, dass du dabei warst hier am Sonntag. Übermorgen sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich schon, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin abonniere einfach den Channel hier oben. Auch die Glocke nicht vergessen zu klicken. Hier unten kannst du dich für eine neue Coaching-Plätze bewerben, wenn ich dich persönlich begleiten soll und dir zeigen soll, worauf es ankommt beim Erfolg mit Frauen. Und hier gibt es weitere Videos, Tipps zu deinem Erfolg mit Frauen da. Schau unbedingt mal vorbei und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.